Heute im AVD Fahrbericht der Cupra Ateca in der Basisvariante mit 150 PS starkem Benziner und Frontantrieb. Wir starten zur Testfahrt und gucken, was das kompakte SUV aus Spanien so kann. Damit herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des AVD, des Automobilclubs von Deutschland. In 2018 kam der Cupra Ateca parallel zum Seat Ateca ins Modellprogramm der spanischen Volkswagen-Tochter. Der war das erste Modell, das ein echter Cupra war, also nicht ein Cupra-Derivat eines Seat-Modells. Mittlerweile folgten dann der Cupra Leon, der Cupra Formentor und es gibt ja dann ganz viele weitere Modelle, die auch in Planung sind. Dann gab es einen Facelift zwischenzeitlich und unter der Haube steckte zu Anfangs auch immer der 300 PS starke 2 Liter TSI Benziner mit Allradantrieb und DSG. Mittlerweile ist auch beim Cupra Ateca eine breitere Motorenpalette erhältlich. Es gibt einen 2.0 TSI, jetzt auch mit 190 PS, auch der hat Allradantrieb. Und die Basis, die haben wir eben hier, das ist der 150 PS starke 1.5 TSI, Vierzylinder mit Zylinderabschaltung. Ein Konzerngewächs, das in vielen Autos erhältlich ist, auch im Seat Ateca weiterhin. Wenn man da die FR-Ausstattung nimmt, dann aber nur mit Schaltgetriebe und das ist dann eben so die Differenzierung zum Cupra. Man kriegt aber das DSG beim Seat dann auch noch mit der etwas luxuriöseren Ausstattung, das man so nebenbei betrachtet. 4,39 Meter lang ist der Cupra Ateca, also in der Kompakt-SUV-Klasse, Gott sei Dank, nicht eins der ausufernden Autos, sondern schön kompakt gehalten, passt in alle Garagen unter Carports etc. Er sieht natürlich im Profil dem Seat Ateca sehr ähnlich, ganz klar, aber auch dem Skoda Karoq, denn mit dem teilt er sich nicht nur die Basis, sondern auch das Produktionsband. Unser Auto ist in Weiß lackiert, steht auf optionalen Felgen ohne viel Kupferfarbe. Das finde ich passt ganz gut und wirkt schön dezent. Am Heck trägt dann der Stoßfänger mit diesen angedeuteten Luftauslässen. Das sind einfach schwarze Dekore, ein bisschen auf und zeigt, dass das Auto sportlich sein will oder zumindest dynamisch auftreten will. Der Kofferraum fasst 510 Liter. Er ist bei dem Fronttriebler ein bisschen größer als bei den Allrad-Varianten. Und wir sehen, dass die Rücksitzbank eine Durchreiche hat und ein Drittel, zwei Drittel geteilt nach vorne umklappbar ist. Feder vorgespannt, kann ich die Lehnenteile nach vorne legen. Wir haben jetzt hier eine Stufe im Laderaum, weil unser Testwagen nicht über den optional erhältlichen doppelten Ladeboden verfügt. Dafür hat er eine Anhängerkupplung. Die kann ich dann hier mit einer Taste in der Kofferraumverkleidung rausholen, dann schwenkt die hier aus, dann kann ich sie mit dem Fuß arretieren. 1600 Kilogramm ist die Anhängelast beim Basis Cupra Ateca mit dem 150 PS starken Benziner. Der kann eben nicht nur ziehen und Gepäck einladen, sondern auch Menschen und genau das machen wir jetzt mit mir. Auch viele Jahre nach seinem Produktionsstart zeigt der Cupra Ateca und somit auch das Seat Ateca, dass man auf dem kompakten SUV-Format wirklich auch einen geräumigen Innenraum aufbauen kann. Ich bin 1,92 Meter groß, also nicht der kleinste, habe den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt, habe eine bequeme Beinhaltung, eine gute Kniefreiheit, die Füße passen gut unter den Sitz, man sitzt schön aufrecht auf der Bank. Die Kopffreiheit passt auch unter dem optionalen Glasschiebedach mit der entsprechenden Mechanik in der Dachverkleidung. Und es ist wirklich ein angenehm, bequemer und geräumiger Innenraum mit guter Rundumsicht. Auch die Sportsitze mit den Integralkopfstützen tragen da nicht zu dick auf, dass man sich irgendwie eingeengt fühlt. Es gibt Lüftungsausströmer für die Vorpassagiere und zwei USB-C-Steckplätze. Kleine Kinder sitzen am besten auf Sitzen mit Isofix und die Bügel zur Arretierung der Sitze sind hier gut erreichbar in diesen Kanälen, also ohne Kappen oder Klappen. Aber das ist ja auch eine gute Lösung mit diesen Kunststoffkanälen. Weiter geht's nach vorne in die erste Reihe. Vorne sitzt man schön bequem auf den Sportsitzen. Die Kopfstützen sind hoch genug, es gibt einen ordentlichen Seitenhalt. Als Option kann man den Fahrersitz mit elektrischer Verstellung und Memory-Positionen bestellen. Der Beifahrersitz ist immer manuell einstellbar. Musik
Das Lenkrad wirkt sportlich. Wir sehen diese kupferfarbenen Elemente und auch das Logo im Cupra-Style. Und dann habe ich hier den Startknopf, kennen wir sonst auch von Alfa Romeo, und die Cupra-Taste, wo ich dann direkt auf den Sportmodus wechseln kann. Und das ist eine Option, also dieses Lenkrad ist Teil der Aufpreisliste. Dahinter blicken wir auf digitale Instrumente. Da kann man sich einen Laptimer einstellen, wenn man möchte. Das war jetzt hier beim Basismodell nicht unbedingt. Dann die Option, die man immer braucht. Dann habe ich hier auch die Fahrassistenz, Navigation und eben auch die Audio-Darstellung. Also da kann ich dann hier durchschalten und ich kann auch das Layout mit der View-Taste im Lenkrad ändern und mir dann hier die für mich bevorzugte Ansicht auswählen. Außerdem gibt es Schaltwippen, wenn man in die Arbeit des Doppelkupplungsgetriebes eingreifen will. Dessen Wählhebel ist hier auf der Mittelkonsole, also noch schön klassisch, kein kleiner Flipper, also kein Shift by Wire. Die Fahrmodi kann ich auch mit dem Drehregler hier verändern. Wir haben Komfort und Sport und bei Individual kann ich mir dann auch noch verschiedene Parameter wie die Lenkung und das Ansprechverhalten des Motors auswählen. Außerdem hat unser Testwagen hier das optionale DCC-Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern und da gibt es auch drei verschiedene Stufen zur Einstellung. Schön klassisch ist nicht nur der Schalt- oder der Wählhebel, sondern auch die Integration des Displays. Wir sehen jetzt hier keinen freistehenden Monitor, sondern ein ins Cockpit integriertes Bedienelement, ein Touchscreen fürs Infotainment-System. Wir haben modernste Ausstattung mit kabelloser Smartphone-Integration, Apple CarPlay und Android Auto. Ich kann hier die Fahrassistenz konfigurieren mit dem optionalen Paket, dann auch mit Travel Assist. Also wir haben eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, Spurhaltefunktion, Totwinkelüberwachung und dann sehen wir auch die Verkehrszeichenerkennung und dann hier die Anhängererkennung. Und dann wird eben auch hingewiesen, dass man dann zu schnell fährt zum Beispiel. Und es gibt dann auch einen Trailer Assist. Das lässt sich also alles hier steuern. Natürlich gibt es auch ein Navigationssystem. Und wenn ich dann hier im Hauptmenü bin, dann kann ich hier auch direkt über diese zwei Ebenen dann wichtige Punkte ansteuern oder ich suche mir eben die Kachelansicht aus. Die Klimaautomatik lässt sich über ein separates Bedienelement steuern, dann auch mit der Sitzheizung dreistufig für Fahrer und Beifahrer. Und dann wird auch aus dem 1,5er TSI, wenn man möchte, ein heißer Stuhl. Wie der sich so fährt, das probieren wir jetzt aus. Wenn man jetzt hier bei der Ortsausfahrt raus beschleunigt, dann hört man natürlich den Motor, ganz klar, aber es geht zügig voran. In 9,3 Sekunden beschleunigt der 1,5er TSI von 0 auf 100 und mit 199 km/h schnell. Beides reicht im Alltag voll und ganz aus, wie ich finde. Der Verbrauch ist angenehm niedrig zu halten. Im Testalltag konnte ich jetzt einen Verbrauch von 7,3 Litern auf 100 km herausfahren, meist so auf Landstraßen, ein bisschen Autobahnstrecken und dann eben auch mit Ortsdurchfahrten, also im Überlandsverkehr. 6,8 bis 7,1 Liter ist der WLTP-Normverbrauch und da kommt man dann schon nah heran. Und ich finde, das ist für dieses Auto ein durchaus akzeptabler Verbrauchswert. Wir haben jetzt eben keinen neuesten Hybrid oder sowas. Wir haben auch keinen Mildhybrid hier drin, sondern eine Zylinderabschaltung. Das heißt, im Schubbetrieb werden zwei Brennräume stillgelegt und das soll eben auch dann dabei helfen, ein bisschen sparsamer mit dem Sprit umzugehen. Die Fahrwerksabstimmung ist gut. Wir haben jetzt hier das DCC im Normalmodus eingestellt und da gibt es schön Feedback von der Straße, aber trotzdem ausreichend Komfort. Also alles in allem echt ein ganz gutes Gesamtpaket. €43.290 ist der Listenpreis für den Ateca 1,5 TSI. Er ist damit deutlich günstiger als die anderen beiden Varianten.
fast 5.000 Euro mehr kostet der 2 Liter TSI mit 190 PS. Über 9.000 Euro teurer ist die 300 PS Variante, die übrigens zum Start von Marke und Modell im Jahr 2018 mit 42.850 Euro in Konfiguratoren Preislisten stand. Da sieht man also, wie die Autos immer teurer werden. Jetzt ist das Basismodell schon ein bisschen teurer. Wenn man jetzt einen Seat Ateca FR nehmen würde mit dem gleichen Motor, manuellem Getriebe und die Ausstattung an den Cupra ein bisschen angleicht, dann haben wir ungefähr 2.500 Euro Preisunterschied. Dafür kriegt man hier sehr bequeme Sportsitze, das DSG und ein paar andere Goodies. Also ist da nicht wirklich ein heftiger Aufpreis zu zahlen bei dem Umstieg von dem Seat auf den Cupra, wenn man das denn möchte. Unser Testwagen hier hat einen Listenpreis von 52.630 Euro, also da steckt nochmal ordentlich Ausstattung drin, von der Metallic-Lackierung übers Panoramadach, die optionalen Felgen als Teil eines Paketes und viele, viele andere Extras. Da kann man sich natürlich dann schon ein bisschen austoben. Austoben auf der Straße kann man sich mit dem 150 PS TSI natürlich nicht, sollte man ja aber auch eigentlich gar nichts. Und deswegen passt dieses Auto echt gut in den Alltag. Es bietet ausreichend Leistung. Der Verbrauch ist durchaus als gering zu betrachten. Wir haben hier keinen Hybrid und nichts. Also den kann man echt schön sparsam fahren. Und ich finde, er passt gut zum Auto, nicht nur zum Seat, sondern auch zur Cupra-Variante des Ateca. Den einen oder anderen dürfte vielleicht der fehlende Allradantrieb stören, wenn er ihn denn braucht, je nachdem, wo man wohnt. Und dann kann man eben zu einem der stärkeren Modelle greifen. Die haben eben beide den 4Drive genannten Allradantrieb mit dabei. Das war unsere Probefahrt mit dem Cupra Ateca 1.5 TSI, der weit mehr ist als nur eine halbe Sache, eine halbe Portion. Ist echt ein gutes Paket, ein gutes Angebot. Und ich hoffe, Sie und Ihr habt dieses Video gut gefunden. Und wir sehen uns bald wieder hier auf dem YouTube-Kanal des AVD, des Automobilclubs von Deutschland. Und nicht vergessen, am besten kann man ein neues Video sehen, wenn man den Kanal abonniert und das Glockensymbol aktiviert. Denn dann kriegt man eine Meldung, wenn wir wieder mit neuen Inhalten am Start sind. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.